Hallo lieber Löwe, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven uns deine berufliche, aber auch finanzielle Situation uns anschauen für den Monat Januar 2024. Ja, 2024 hört sich immer so weit an, aber ist wirklich in der Nähe, fehlen wirklich nur ein paar Tage und dann haben wir das geschafft. Ja, wir kommen zu der Achterenergie, womit auch der Löwe drin ist. Ja, bitte bedenke, lieber Löwe, dass nicht alles mit dir wortwörtlich resonieren kann. Das ist ja eine kollektive Legung. Bitte höre dir deinen Aszendent, Mond und auch deinen Venus-Sternzeichen. Du darfst das machen. Ja, das gehört auch dazu, weil das ist auch wichtig für die Arbeit, weil wir diese zwischenmenschliche Beziehung haben. Und wenn du jetzt sagst, ich bin ein Crosswatcher oder ich höre mir gerne den Sternzeichen von jemand anderem an, weil ich das Gefühl habe, dass ich resonieren könnte, mach das. Lieber Löwe, hör immer bitte auf deine innere Stimme. Sehr, sehr wichtig. Okay, gut. Dann würde ich sagen, lass uns starten. Ich starte hier mit diesen wunderbaren Orakelkarten der Entscheidung. Ja, mal gucken, was sie uns hier sagen wollen bezüglich einer Situation, in der du dich jetzt gerade fragst, lieber Löwe. Vielleicht etwas, was in deinem Kopf ist, was du wissen möchtest. Und die Energie wird dir hier beantworten, das, was du wissen möchtest. Ja, falls es so ist, setzt du es um. Wenn es nicht so ist, dann lässt du es sein. Ja, mal schauen, ich bin da gespannt. Bleib fix, Liebe. So, es ist wichtig, dass du mit einer offenen Einstellung an die Sache herangehst. Vielleicht ist es auch jetzt noch gar nicht nötig, sich für eine Alternative zu entscheiden. Wow, okay, also lieber Löwe, wenn du jetzt meinst, dass du irgendwie eine Angelegenheit hast und du solltest jetzt ein bisschen warten, du solltest jetzt nicht voreilig sein oder eine Entscheidung treffen, ja, indem du sagst, Katja, ich entscheide mich jetzt, ja, weil das könnte gut sein, dass es dann eine Wirkung hat auf die spätere Situation, die du haben wirst, ja. Also ich würde hier sagen, lass dir Zeit und du musst dich nicht unbedingt für eine Alternative entscheiden, ja. Vielleicht ist es so, dass du gerade dich für eine Situation schon entschieden hast, aber du siehst irgendwie, dass es nicht weiterkommt. Das heißt aber nicht, dass es so bleiben wird. Leute, es ist alles auch mit der Energie, mit der universalen Energie verbunden. Manchmal stehen die Dinge, bleiben sie stehen. Man merkt, oh oh, es kommt nichts. Aber das ist nicht wegen dem, weil nichts kommt, weil du das nicht kannst. Das ist einfach so, weil es auch andere Energien beeinflusst werden, ja? Manchmal kommt es auch drauf an, lieber Löwe, wohin möchte dich diese Situation bringen? Ja, was sollte noch beachtet werden? Also diese ganzen Details, die sehen wir nicht immer, aber die werden gesehen vom Universum. Also ich sag mal so, das Universum entgeht nichts. Ja, also Gott entgeht nichts. Er bekommt alles mit, auch die Kleinigkeiten, auch die Dinge, die wir nicht sehen. Ja, auch wenn sie so klitzeklein sind, sie haben immer eine Bedeutung. Ja, okay, machen wir mal weiter und zwar mit diesen wunderschönen Orakelkarten, die extra für die berufliche Situation gedacht sind. Da bin ich echt froh, sie gefunden zu haben. So, für dich, lieber Löwe, im Kollektiven, ja? Was haben wir hier? Okay, jetzt haben wir hier das, was ich die ganze Zeit dem Löwe sage. Das ist wahnsinnig die Gänsehaut. Schaut euch mal das an. Also, wer jetzt auch Gänsehaut hat oder wer auch sagt, Katja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Ich sollte mich immer einstellen. Ich sollte mich immer so einstellen, wie die Leute das von dir verlangen. Du musst das nicht. Du musst hier keine Maske tragen. Du musst diese Person sein, die du wirklich bist. Lieber Löwe, ob Frau oder Mann. Man sollte nicht von dir verlangen, dass du dich änderst oder dass du die andere Person bist, sondern du bist die Person, die du sein möchtest. Und das fehlt, diese Maske fällt von dir, lieber Löwe. Du hast wahrscheinlich die ganze Zeit unterdrücken müssen. Du hast die ganze Zeit etwas gemacht, was nicht dir gehört hat oder eine Situation, die nicht mehr zu dir gehört. Du sagst, Katja, früher war ich so. Früher habe ich diese Tendenzen gehabt, aber heute nicht mehr. Heute bin ich ein anderer Mensch. Heute können sie nicht von mir gewisse Dinge verlangen. Also das ist wichtig, dass du jetzt hier machst,
was du wirklich bist, deine Persönlichkeit im Vordergrund setzt, ja? Das ist aber auch wichtig, Leute, das habe ich auch gestern gesagt, bei dem Widder, Stier, bei den ganzen Sternzeichen, da ich das selber jetzt auch gelernt habe, ja, das ist klar, wenn man das nicht weiß, kann man das nicht sagen. Aber wenn man das weiß, sagt man das. Es ist wichtig, dass wir das miteinander teilen. Wir haben alle eine Aufgabe. Wir kommen mit einem Mondknoten, Leute. Und wenn ihr jetzt euer Mondknoten, sagen wir mal, das ist der beste Beispiel, ja, weil wir haben diesen Mondknoten jetzt. Wir befinden uns im Mondknoten Waage. Widder. Das heißt Nordknoten in Widder und Südknoten im Waage. Was ist die Waage? Waage repräsentieren Menschen, also wird repräsentiert von Personen, die früher kassiert haben, die früher andere Menschen im Vordergrund gesetzt haben. Und was zeigt uns der Widder? Der Widder zeigt uns, hey, ich bin da, ich bin die totale Persönlichkeit, ich bin der totale Ego, ich baue auf, ich beschwere mich, ja. Und jetzt zur Zeit ist es auch so, dass viele Menschen anfangen, sich zu beschweren, es ist mir zu eng. Ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr immer mit dem Kopf nicken, und sagen, ja, das passt mir, sondern sich auch äußern, dagegen wehren, ja. Und so ist es hier auch eine Situation bei dir. Natürlicherweise schau bitte immer, lieber Löwe, wo ist mein Mondknoten? Was kann ich verstehen? Das ist wichtig, sehr wichtig, weil du kommst mit deinem Karma in diesen Südknoten und den hast du, ja, und dann solltest du den bearbeiten, indem du durch den Nordknoten gehst. Was ist dein Nordknoten? Jetzt bei den Beispielen, was ich gesagt habe, Waage und Widder. Widder repräsentiert eine Persönlichkeit, ist auf sich konzentriert, die Waage nicht. Die Waage repräsentiert immer den anderen. Also es gibt viele Waagenmenschen, die sehr gutmütig sind. Das ist ein Gegenteil, das ist die Polarität. Versteht ihr das so wie ich mit Wassermann? Also ich habe meinen Mondknoten im Wassermann. Das bedeutet, ich bin für das Kollektive zuständig. Ich bin nicht mehr auf mich konzentriert. Ja, das habe ich schon aufgebaut in einem früheren Leben. Mein Ego, ja, durch Reichtum, durch gewisse Dinge. Und jetzt bin ich da und macht die Aufgabe, die eigentlich, das ist sehr schwer, das ist nicht einfach, die Wahrheit rauszubringen, aber ich versuche das, ich gebe mein Bestes. Und du, lieber Löwe, könntest jetzt auch irgendwo deinen Mondknoten haben und das ist für dich auch nicht einfach, weil du jetzt deine Persönlichkeit rausbringen solltest, die du wirklich bist, nicht mehr das zu tun, was die andere von dir verlangen. Ja, also benutze hier keine Maske, sei dich selbst, bei der Arbeit natürlicherweise, aber auch allgemein, ja, du brauchst hier, das kann aber auch gut sein, lieber Löwe, du hast mit Menschen zu tun, die oft etwas vorspielen, ja, erkenne sie, fang an, sie zu erkennen, also man merkt es gleich, Leute, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber man merkt schon, wenn diese Leute schauspielen, man merkt es sofort, also ich, das ist wie eine Antenne, ja, die Antenne, die dir sagt, diese Leute schauspielern, diese Leute sind sowas von falsch, ja, also ich kenne viele von dieser Paste, ja, die irgendwie etwas sagen, etwas versprechen, etwas vorhalten und dann im Endeffekt sind sie sowas von falsch. Leute, passt auf vor solche Energien und vor allem du, lieber Löwe, ja, du bist ja in diesem Herzchakra, der Anahat gehört zu dir, du hast einen guten, einen großen Herzen, manchmal wird es auch ausgenutzt, ja, also sei vorsichtig, das ist immer sehr, sehr wichtig, okay, aber konzentriere dich jetzt auf das, was du willst. So, was haben wir hier? Okay. So, wir haben hier eine wunderschöne Karte. Wir haben hier den Mann und die Frau. Das ist, wow, sehr, sehr schön. Du bist jemand, der unabhängig ist. Und falls du jetzt sagst, Katja, leider ist es so, dass ich manchmal auch von anderen abhängig bin. Zum Beispiel, du bist eine junge Frau, ein junger Kerl und meine Eltern machen sehr viel. Lerne jetzt mit deinen eigenen Füßen zu stehen. Du solltest jetzt hier dein eigenes Verdienst haben. Es ist sehr, sehr wichtig. Falls du jetzt aber sagst, Katja, ich bin eine Hausfrau, das ist klar, oder ich bekomme noch Unterhalt, das ist wie wenn du jetzt hier eingeladen wirst, etwas von dir zu kreieren, weil du diese Stärke hast. Beruflich ist es wichtig, dass du nicht von anderen abhängst. Und das hat auch mit deiner Essenz zu tun, für das, was du hergekommen bist. Es gibt viele Frauen, Männer, also auch unter dem Löwe-Sternzeichen. Also ich sag ja, das ist ja bei mir
der Punkt, an dem ich immer sage, das ist für mich schwer, Hilfe zu sagen. Ich mache immer alles alleine. Seit jung habe ich immer alles alleine gemacht. Ich habe meine Ärmel hochgekrempelt. Ich bin arbeiten gegangen, sehr, sehr früh. Habe Tellern gewaschen, ja, damit ich nicht auf meine Eltern hänge. Natürlicherweise das Essen, alles haben meine Eltern bezahlt. Aber trotzdem wollte ich unabhängig sein. Versteht ihr das? Und der Punkt ist daran, dass du jetzt sagst, Katja, ich bin vielleicht auch jemand, der gar nicht um Hilfe bittet. Ja, es fällt mir schwer. Aber trotz dessen bin ich jemand, der immer für sich selbst da ist, also quasi für sich selbst alles managt. Und das ist aber wichtig, lieber Löwe, dass du jetzt, diese Karte sagt hier, es ist wichtig, dass du dein eigener Manager bist, dass du quasi dein Geld managst selber, aber dass du auch der Verdiener bist von dieser Situation. Weißt du, es gibt auch Menschen, die viel vorwerfen. Ja, das ist nicht schön. Wenn du zum Beispiel sagst, ich wohne zu Hause, meine Eltern sagen die ganze Zeit, ja, wir geben dir Geld, du machst aber nie etwas. Also das sind Vorwürfe auch und das ist beleidigend, ja. Aber auch in den Persen, ja. Ich weiß nicht, wie das ist. Also ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Ich sage das jetzt bei uns in unserer Kultur, was mir gehört, gehört mein Mann und was mein Mann gehört, gehört auch mir. Also quasi von uns beide. Aber in viele deutsche Familien habe ich das gemerkt. Also ich selber habe Cousinen, die sich das teilen, zum Beispiel er zahlt die Wohnung und sie zahlt das Einkaufen. Ja, also rein theoretisch ist es so bei denen, bei uns ist es nicht so. Wir zahlen alles zusammen, also wir haben ein Konto. Natürlicherweise, ich habe ein extra Konto, weil ich jetzt was anderes mache, aber wir haben bis jetzt immer ein gemeinsames Konto gehabt und wir sparen auch gemeinsam, aber es gibt auch diese Menschen, die sagen, was mir gehört, gehört mir und ich teile es nicht mit dir. Ja, also ich sehe hier auch in dieser Karte irgendjemand, der auch egoistisch ist. Ja, also seid vorsichtig vor solchen Menschen, die wahrscheinlich vielleicht auch das Geld für sich behalten wollen und du sagst, ich bin eigentlich unabhängig. Ich bin jemand, der nicht nimmt, um Gottes Willen. Aber ich erwarte schon, dass mein Partner, meine Partnerin auch sagt, hey, das, was mir gehört, gehört auch dir. Im Endeffekt leben wir zusammen. Ja, aber das ist nicht jeder Sichtweise. Jeder macht es für sich. Und ich denke auch, wenn das jemand jetzt so machen will, ist es wichtig, dass er das tut oder sie das tut. Aber für dich, lieber Löwe, die Karte sagt, sei unabhängig. Kreiere dein eigenes Geschäft, deine eigenen Dinge. Dass du jetzt arbeiten gehst, ob du jetzt selbstständig wirst, das spielt jetzt hier gar keine Rolle. Dass du einfach unabhängig bist, ja, von den anderen steht hier drauf, aber auch die Sicherheit hast, dass wenn irgendetwas passiert, dass du quasi sagst, okay, ich bin abgesichert. Weißt du, wenn jetzt der Lohn fehlt von ihm oder von ihr, haben wir unser. Habe ich meinen Lohn, ja? Also ich hoffe, du verstehst, was ich sagen will, lieber Löwe. Also es ist wichtig, dass du hier etwas von selbst machst und nicht wartest, ja, dass der andere dir etwas gibt. Oder ich sag mal auch so, es hat damit zu tun, dass du jetzt auch selber anfängst zu kreieren etwas, ja? Also wie gesagt, du könntest dir auch sagen, Katja, ich habe die Schnauze voll, unter jemandem zu sein. Das ist klar, der Löwe. Sagt schon alles, der Löwe ist der King. Oft ist es so bei dem Löwe und auch kommt es drauf an, ja, wenn du jetzt sagst, bei mir ist es gerade umgekehrt, der Mondknoten. Also meine Tochter hat den Mondknoten umgekehrt wie ich. Mein Mann hat auch so wie ich Mondknoten. Siehst du, wie man zusammengeführt wird vom Universum? Wir haben dieselbe Aufgabe ungefähr. Und meine Tochter hat das Gegenteil. Also sie hat Mondknoten, also quasi Nordknoten im Löwe. Das bedeutet, sie sollte eine höhere Position erreichen. Sie sollte durchkämpfen, sie sollte im Mittelpunkt sein, ja? Das hat sie nicht aufgebaut. Sie hat nicht das Egoistische aufgebaut. Also kann das gut sein, dass du jetzt auch so eine Person bist und du sagst, ja, ich muss im Mittelpunkt stehen. Weißt du, ich habe diese Rolle, dass ich jetzt nicht mehr Außenseiter bin, weil der Wassermann-Menschen, das sind diese Leute, die wirklich auch arm waren in einem früheren Leben. Menschen, die wirklich nichts hatten, ja. Und dann plötzlich bekommst du in dieser Inkarnation die Aufgabe, etwas zu werden. Okay? Und das ist wirklich nicht einfach. Das ist nicht einfach. Also beide finde ich sehr schwer, Aufgaben. Also quasi Mondknoten, Nord in Löwe und genauso Nord in Wassermann. Also ich finde, beide sind nicht einfach, ja. Aber halt die andere ist ein Tick schwerer.
finde ich jetzt, weil du von einer Situation kommst, in dem du Nummer eins warst, okay, und dann auf einmal setzt du die anderen im Vordergrund, ja? Das ist noch schwerer. Okay, schauen wir mal, lieber Löwe, was uns hier die berufliche Orakelkarten, die dürfen nicht fehlen. I tuoi desideri si realizzano. Wow, kann ich auch sagen. Das nehme ich auch. Diesen Stückchen nehme ich auch und das Stückchen nehme ich auch. Ich will ja auch unabhängig sein, ja. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass mein Mann mir nichts gibt. Ich will ja nicht sagen, dass wir nicht teilen. Habe ich ja gerade eben gesagt. Das, was ihm gehört, gehört mir. Aber ich will das nicht. Leute, ihr werdet jetzt sagen, Katja, wieso? Wieso? Ich will das nicht. Ich will mein eigenes Geld verdienen. Ich bin halt so. Ich bin schon seit klein so gewesen. Ich wollte immer meins haben. Und das ist für mich sehr wichtig, auch wenn mein Mann sehr, also ich bin echt froh, ich sage immer danke, dass ich so einen Mann kennengelernt habe, wirklich, der gibt mir alles in der Hand, sogar das erste Tag, wo wir uns kennengelernt haben, ja, das macht nicht jeder Mann, aber trotzdem sage ich will mein eigenes verdienen, ich will mein eigenes Zeug haben, ich will sagen, das ist meins, das habe ich geschwitzt. Das ist halt eine Sache, die ich habe, ja. Und natürlich ist mein Geld dann auch das Geld von meinem Mann. Und mir gefällt es auch oft, ihm Geschenke zu machen oder für die Familie einzukaufen und zu sagen, das habe ich gekauft oder das habe ich dir mit meinem Geld geschenkt. Das kann ich jetzt machen. Das konnte ich früher auch, ja. Aber das war anders. Das war viel, viel anders, ja. Ich sag mal so, durch das Ganze hier, was ich mache, das ist mit Liebe. Das, was ich davor gemacht habe, das habe ich gemacht, weil es ein Muss war. Ich wurde gezwungen, ich habe mich selber gezwungen. Ja, mein Mann hat niemals gesagt, du musst dahin, aber ich habe mich selber gezwungen. Ja, und dann wisst ihr ganz genau, was passiert ist. Ja, weil die Aufgabe von mir ist nicht das, die Aufgabe von mir ist auch die anderen, das Kollektiven zu geben, Informationen. Und wie gesagt, auf einer. Das kommt immer darauf an, wie du das machst. Ja, also diejenige, die Mondknoten haben in Wassermann. Ja, da gibt es viele Aufgaben, in denen du Menschen helfen kannst. Du kannst auch Informationen geben, du kannst auch, sagen wir mal, einen Journalist, also der korrekt ist, ja. Aber das sind immer Leute, die für andere da sind, ja. Immer ein Ohr haben. Und hier hast du diese Karte, die ist wirklich potente, so machtvoll. Sie sagt, deine Träume erfüllen sich. Lieber Löwe, deine Träume werden wahr. Und wenn du jetzt sagst, nee, Katja, ich merke nichts davon. Dann ist es vielleicht nicht deine Energie oder das wird noch kommen. Leute, wir haben nicht mal Januar. Ja, lasst euch einfach mal Zeit. Und wie gesagt, das ist wichtig, dass du jetzt hier deine Essenz rausholst. Deine wahre Essenz, das, was du wirklich willst. Okay? Attenzione all'ostacoli. Also es sind Hindernisse da. Das ist klar. Das kann gut sein durch diese Menschen. Das kann aber auch durch sein, dass du, lieber Löwe, Menschen hast, die glauben, du bist anders. Die glauben, du musst etwas tun, aber du willst es nicht mehr tun. Also könntest du auf dem Weg auch Hindernisse haben, aber das schaffen wir. Das schaffen wir mit rechts, ja. Also ich glaube an die Löwe. Ich weiß, dass die Löwenmenschen sehr stark sind, dass sie wirklich einen guten Herzen haben, ja. Sie haben so einen guten Herzen, werden immer dargestellt, wie wenn sie egoistisch wären. Alle. Das sind wir aber nicht alle. Das gibt's die, wo niedrig vibrieren. Aber das merkst du gleich. Von der Vibration. Also die sind zu arrogant. Mit denen kannst du nicht mal reden, mit einem Löwe, der ganz unten vibriert. Ich kenne davon viele Pasten. Ich. Ich bin der Beste, ich bin die Beste, ja. Ich bin der Schönste, ich bin die Schönste. Natürlich ist es schön zu sagen, ich bin schön, ja. Dass man, wenn man dir sagt, ein Kompliment, hey, du siehst gut aus. Okay, danke, ich sehe gut aus. Aber du brauchst es nicht so zu werfen oder ich bin die Beste die ganze Zeit oder das ist auch jemand, der egozentriert ist auf sich selbst, ja, nicht teilt, nicht tut, okay? In dieser niedrigsten Vibration erreichen wir gar nichts. Das sind nur Menschen, die ganze Zeit auch schauspielern, ja? Also das ist auch die niedrige Vibration vom Löwe. Aber wenn du in einer höheren Vibration bist, dann sage ich, du hast ein Gold. Also du hast ein goldenes Schatz gefunden mit dem Löwe. Als guter Freund, als gute Partner, Partnerin. Weil der Löwe wirklich sehr viel machen kann, sehr viel geben kann. Also er gibt alles, was er kann, dem Partner, ja, um ihn auch fröhlich zu sehen. Also ich finde, das ist wirklich eine tolle Energie, wird aber oft unterschätzt von dem Löwe, ja. Okay. Also sei bitte vorsichtig.
auf Hindernisse, die dir gestellt werden oder allgemein auf deinem Weg sind. Ja, du hast es vielleicht nicht einfach, du hast eine Inkarnation, die schwer ist. Also ich habe auch gedacht, ich habe solche Augen gemacht, wo ich meinen Mondknoten bekommen habe. Das ist ein 5-Stunden-Video, die ich mir angehört habe. Das ist ein Seminar. Wenn du meine Muttersprache verstehst, kannst du das erwerben. Das ist ein Seminar, ist auch gar nicht teuer. Und da wird alles erklärt, wie das funktioniert, wie das ist, wo die Häuser sind. Und tatsächlich, ich habe Augen gemacht. Ich habe wirklich Augen gemacht, mein Mann auch. Der hat gesagt, wow, jetzt verstehe ich, weil wir das schwer haben. Wir haben das nie einfach gehabt. Aber ja, das kommt halt davon, wenn du in einem früheren Leben da oben warst, okay, dann musst du halt durch die Scheiße gehen in einem anderen Leben. Ja, da bin ich auch durchgegangen. Also ich sag auch, wow, das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn. Ja, klar, du wirst gezogen, du warst in deinem früheren Leben etwas Besonderes. Du hast deine Inkarnation gehabt als ein König oder ein Herrscher, eine Herrscherin. Du hast immer regiert. Auf einmal wirst du runtergezogen. Ja, aber das ist das Leben. Ja, und dann gibt es auch welche, gerade wie jetzt meine kleine Tochter, so süß, natürlich reden wir ihr nichts ein, wir sagen ihr nichts, weil sie ihren Weg machen wird, aber sie hat quasi, sie kommt von so einer Situation, ja, also wenn man das überlegt, man kommt vom Armut und man arbeitet sich hoch, das ist wunderschön, also wir sind da fröhlich, dass sie so eine Aufgabe hat, weil das ist klar, das macht uns auch irgendwo stolz, dass sie diese Aufgabe hat, dass sie sich im Mittelpunkt setzen kann, ja? Wow, sehr, sehr schön. Okay, für dich, lieber Löwe, fangen wir an. Sehr, sehr viele Kreativität. Ich denke, du bist irgendwie auch gerade irgendwo tätig, indem du Dienstleistungen verkaufst, indem du jetzt gerade etwas gefunden hast, lieber Löwe, das dich repräsentiert in deiner ganzen vollen Kreativität. Also du bist hier sehr kreativ, du hast hier eine Angelegenheit, eine Chance, aber das ist nicht nur eine Chance. Ich denke, es geht hier um mehrere Angelegenheiten. Kein Wunder, dass diese Karte hier rausgekommen ist. Vielleicht machst du hier mehrere Dinge gleichzeitig und du weißt nicht, wie du das unterteilen sollst. Also wenn du hier eine Geschäftsfrau, ein Geschäftsmann bist, Hut ab. Du bist wirklich gut. Kein Wunder, dass du auch Hindernisse hast, weil du verkaufst hier sehr gut. Ja, du verkaufst hier sehr, sehr gut. Wow. Du hast wirklich positive Karten. Falls du jetzt irgendwie eine Situation hast, lieber Löwe, in dem du nicht weitergekommen bist, vielleicht eine Meinungstausch mit jemandem hast du vielleicht auch gestritten. Meinungsaustausch in der Hinsicht, es gab Diskussionen. Es wird hier alles geregelt. Du regelst hier alles. Diese Person könnte hier das regeln mit dir. Es wird hier ein Kompromiss gefunden und die Karten sind wunderbar, ja? Also auf jeden Fall, hier ist auch ein König der Münze. Könnte gut sein, dass hier dieser König der Münze ein Chef sein könnte, mit dem du jetzt hier das Ganze regulierst, ja? Dass du jetzt sagst, mein Chef kommt mir entgegen, ja? Aber das kann gut sein, dass dieser König hier der Münze dir das anbietet. Diese Angelegenheit, das kommt von ihm, das könnte hier aber auch deine eigene Energie sein, du bist hier so weit, du hast dein Imperium gebaut von null und guck mal, wo du jetzt bist, du managst hier alles, also wie gesagt, wir haben hier eine starke Energie, falls du das nicht bist, ob du Frau oder Mann bist, du könntest dieser König der Münze sein, das ist klar, vielleicht hast du irgendwo noch ein Erdelement in deiner Energie oder tatsächlich, es handelt hier um jemand anderen. Der hier dir eine Hand reichen kann, der dir hier Unterstützung geben kann, kann auch ein Vater sein. Das kann gut sein, du bist hier selber ein Elter. Also du bist hier Mama, Papa, okay? Und du willst für deinen Sohn, für deine Tochter, dass sie quasi eine stabile Basis erreicht. Dass hier jemand auch, wie gesagt, unabhängig wird, okay? Das ist wichtig, man kann nicht immer von Mama und Papa leben, das Geld von Mama und Papa. Ja, das ist klar, Mama und Papa sind für dich verantwortlich, aber du kannst ja auch anfangen, also wie, ich sag jetzt nicht, dass du mit 12, 13 anfangen sollst, also ich habe wirklich sehr früh angefangen, weil ich einfach dieses Bedürfnis hatte, nicht an andere zu hängen, ja? Aber wenn du jetzt sagst, ich bin 16, 17 und das ist klar, also dass du jetzt nicht selber zuschaust. Du sagst, ich habe eine Tochter, die 16, 17 ist. Ja, um Gottes Willen. Du kannst deiner Tochter, deinem Sohn erklären, dass es auch etwas da draußen gibt, in dem man anfangen kann, sein eigenes Geld
zu verdienen, mit Kleinigkeiten. Also man sollte die Kinder auch irgendwo gewöhnen, ja, und vor allem, wenn sie über 18 sind. Also man kann nicht immer verlangen, also ich kenne ganz viele Leute, die studieren und nebenher arbeiten. Leute, das geht schon. Wenn man natürlicherweise die Ressource hat, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, lieber Löwe, ich kann mir hier vorstellen, dieser König der Münze hat viel. Der König der Münze, das ist die letzte Karte, ja. Das kann gut sein, das Geld fehlt einem nicht, aber trotzdem solltest du deine Kinder nicht verwöhnen, ja. Also es ist wichtig, dass du denen beibringst, sein eigenes Geld auch ein bisschen selber zu verdienen, wenn du jetzt ein Elternteil bist. Ja, ich rede jetzt hier nicht, dass du unter 18 bist. Nein, natürlich, wenn du jetzt aber über 18 bist, ja, und du sagst, Katja, mein Vater ist sehr gut mit mir, mein Vater gibt mir immer Geld, mein Vater hilft mir immer, aber ich möchte jetzt etwas für mich. Also es ist wichtig, dass du hier deine eigenen Ideen fortpflanzen tust und vor allem sind hier positive Karten, weil du hast sehr viel Kreativität und du hast etwas im Kopf, setze das um. Und ich denke, du kannst das umsetzen. Wahrscheinlich manchmal fehlen auch die Ressourcen, das Geld. Aber langsam, langsam kannst du das hinbekommen. Also, ich sage mal so, Rom wurde nicht in einem Tag gebaut. Okay? Man hat wahrscheinlich Jahre gebraucht, bis man Rom gebaut hat. Also bei uns ist es ein Sprichwort. Und ich sage zu dir, hab ein bisschen Geduld. Wenn das machbar ist, wenn das dein Schicksal ist, wirst du das hinbekommen, ja. Wichtig ist, dass du weißt, dass deine Wünsche sich erfüllen, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, und achte immer darauf, auf dich selbst, dass du hier dich nicht verlierst. Deine Persönlichkeit, das, was du wirklich bist, nicht um andere zu gefallen. Leute, ich sage das immer wieder, man macht die anderen nie glücklich, egal wie du das rumbiegst, die anderen sind nie zufrieden. Du kannst machen, was du willst, du kannst so oder so, die wollen das immer auf seine Art. Und man kann nicht immer die ganze Menschheit glücklich machen, ja. Es ist auch bei mir so, in den Videos, also ich zwinge die Leute nicht, die Videos anzuschauen, aber es gibt welche, die irgendetwas labern. Ich lasse es einfach. Ich lasse es, ich lösche es, weil ich weiß ganz genau, das sind Menschen, die nicht wissen, was sie wollen und gehen zu anderen und nerven andere Leute. Also ich finde es wirklich wichtig, dass du weißt, was du willst, lieber Löwe. Und wenn du das weißt, lass die anderen reden. Ja, das ist wirklich wichtig. Okay, lieber Löwe, das war deine Legung, ja, für den Januar 2024, hört sich an, aber haben wir bald. Falls du resoniert hast mit der Legung, ja, freue ich mich über ein Feedback, über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf, lieber Löwe, ja? Mach's gut. Ciao!